Jetzt bin ich ein bisschen angepisst, weil ich habe die ganze Zeit gefilmt, geredet, geredet, geredet und habe vergessen, auf Aufnehmen zu drücken. Auweh! Also, ich hatte ja gesagt, dass wir heute mit der Drohne rausgehen werden und wir werden rausgehen. Das Wetter ist nicht ganz so toll, egal. Ich hoffe, die Drohne kann dann starten. Düdüdüdü. Und der Wind ist nicht allzu stark. Und ich habe jetzt mal das Mikro an so ein langes Kabel gemacht und versuche mal, wie sich das so anhört. Das ist nur ein Test. Es wird in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so sein. Wer weiß, vielleicht ist ja ganz cool. Und ich werde mich jetzt noch ein bisschen richten, Haare ins Gel, Gel in die Haare machen und dann gehen wir raus. Also, ich mache mich fertig und dann gehen wir los. Bis gleich. Ich habe mich gerichtet, hat nur 2 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, ob da jetzt ein Unterschied ist, aber die Haare sind ein bisschen mit Haarspray belegt. Also gehen wir los. Keine Zeit verlieren. Hab ja nur 1 Stunde Zeit, weil ich meine kleine Emma-Maus wieder vom Kindergarten abholen muss und ich muss auf alle Fälle natürlich pünktlich sein. Ja, es ist sehr bewölkt heute. Ich zeig's euch mal. Aber es ist kein Wind. Und ich glaube, das klappt heute ganz gut, dass ich euch mal die Drohne draußen zeigen kann, wie sie fliegt. Und gleich sind wir am Landeplatz bzw. am Startplatz. Und jetzt kommen wir schon zum Flugplatz. Und ich hoffe, dass ich in keinen Baum reinfliege, weil von der Zeit her kann ich die Drohne dann leider nicht mehr retten. Aber ich bereite jetzt alles vor und dann geht's los. So. Es geht los. Wollen wir mal schauen, wie die Drohne fliegt. Jetzt versuche ich mal diesen Stunt. Oh! Nein, nein! Mann! Okay, aber den Stunt habe ich hoffentlich gesehen. Ich denke, da kriege ich die runter, das ist ja nicht so hoch. Und wenn ich da hochkletter und den Baum absäge, da ist die Drohne schneller weg, als ich überhaupt geflogen bin. Es war auch ein bisschen schwierig, die Kamera zu halten und das Ding zu steuern. So, da hängt sie, guck, da oben. Da hängt die Drohne. Es ist der Baum. Vielleicht reicht es schon, wenn wir sie schütteln. Ja, komm. Ich glaube, das geht ganz leicht. Juhu. Jetzt ist sie schon halb unten. Ja, das war ja voll easy. Das wirklich Blöde dabei ist, wenn die Fernbedienung die Verbindung verliert, dann fliegt er sozusagen alleine einfach in die Richtung weiter, wo man zuletzt gedrückt oder beziehungsweise gehalten hat. Deswegen traue ich mich nicht ganz so hoch zu fliegen. Nachher ist die Drohne weg. Jetzt ist der Akku leer, der hält ungefähr so 15 bis 20 Minuten, je nachdem wie man damit fliegt. Und es fängt auch langsam an zu regnen, deshalb werden wir jetzt wieder nach Hause gehen, beziehungsweise ich. Aber ihr könnt ja noch ein Stückchen mitkommen. Ja, wie fandet ihr die Drohne? Habt ihr auch eine Drohne? Interessiert euch das überhaupt? Also ich finde es ziemlich cool, aber ich habe Angst hoch zu fliegen, weil wenn die Verbindung zur Fernsteuerung, zur Drohne nicht mehr da ist, dann fliegt die dahin, wo sie gerne möchte. Und das ist doch ziemlich ärgerlich. Bei anderen Drohnen ist das anders. Da ist das mit der Verbindung nicht so ein Problem. Zum Beispiel, wenn die GPS haben, können die ja einfach auch ohne Fernbedienung
Funkverbindung wieder zurück zu dem Punkt fliegen, wo man es gerne möchte. Ja, das nächste Video kommt wieder am Sonntag. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche und alles Gute vom Herzen. Sebastian, adieu.